Leider nicht mehr, denn Katrin Eckermann steht ja vorne. Also da müssen wir mal ganz kurz aktualisieren. Und schauen unterdessen auf Jörne Spree und Solero. Mit Staccato Gold und Graf Granus als Vorfahren. Der Sohn der Novaraner auf dem Gestüt Spree gezogen, ist jetzt achtjährig. So, und Jörne Spree und Solero. Auch sie versuchen noch einmal mit einer schnellen Zeit sich vorne zu platzieren. Katrin Eckermann mit einer 37,62, wenn ich mich recht erinnere. Und das werden 37,45 Sekunden. Das ist die neue Führung für diesen Staccato Gold Nachkommen für Solero und Jörne Spree. Hat sich auch absolut angedeutet aus den vergangenen Jahren oder Monaten vielmehr. Erst einmal in Youngster-Touren haben wir ihn oft vorne gesehen, diesen Solero. Siegreich in Balve gewesen, Vierter in Wiesbaden. Ende des vergangenen Jahres Dritter bei den Munich Indoors. Und damit hat sich die Bestzeit noch